So, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 107. Landesderby in der Liquimoli Handball Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel mit dem Endstand von 36-23. Und wir möchten uns ganz herzlich bei 6.300 und Zuschauern und somit einer ausverkauften Flens Arena heute bedanken. Schön, dass ihr alle da wart. Herzlich neben mir möchte ich gerne den THW-Coach Philipp Biecher begrüßen und zu meiner rechten SG-Cheftrainer Mike Machulla. Philipp, das war ein Derby, wie es im Buche steht. Wie verlief denn das Spiel aus deiner Sicht? Ja, schönen guten Nachmittag zusammen. Als allererstes Mike und deiner gesamten Mannschaft möchte ich gratulieren zu einem verdienten Sieg. Wir haben uns heute viel vorgenommen. Allerdings war relativ schnell klar, dass heute wir oft ins Leere kämpften und es war... Wir hatten nicht die nötige Durchschlagkraft heute Flensburg irgendwie in Paroli zu bieten oder irgendwie dass das Spiel kippen konnte. Wir konnten, wir hatten gewaltige Probleme mit den schnellen Mitte. Wir konnten letztendlich wenig Positions Angriff von Flensburg verteidigen, weil die uns immer mit einem schnellen Tor vor Probleme bereitet hatten, gerade in der ersten Halbzeit. Dann kamen die quasi in so einen Vorsprung. Und wir hatten heute nicht die nötige Qualität durch Schachslauf auf der, im Rückraumspiel, definitiv in so einem Derby etwas mitzunehmen. Zweite Halbzeit starteten wir sehr gut. Wir konnten jetzt gleich zwei schnelle Tore, aber am Ende, wie gesagt, heute, auch wenn das wahrlich wehtut, muss ich Flensburg gratulieren zu einem verdienten, kontrollierten Sieg. Und für uns, für meine Jungs, ich glaube, das mögen wir nicht, wenn wir am Donnerstag um 9 spielen und dann Sonntag um 14, aber wir schütteln uns schmerzt. Das gehört in so eine Phase der Saison leider dazu. Und aus dieser Stelle möchte ich euch allen, die hier sitzen, frohe Weihnachten wünschen und schönen vierten Advent. Dankeschön. Mike, du hast gesagt, Handball pur und eine unfassbare Stimmung heute in der Flens Arena. Wie wichtig ist denn dieser Sieg in der aktuellen Situation? Siege sind immer wichtig, egal in welcher Situation wir sind. Erstmal Philipp, herzlichen Glückwunsch, danke für die Glückwünsche. Glückwunsch, ja, normalerweise sitze ich in Kiel und gratuliere dir. Was soll man sagen? Also es war von der ersten bis zur letzten Minute unglaublich konsequent von uns in Abwehr und im Angriff. Wir haben sehr, sehr strukturiert gespielt. Das ist so unglaublich schön zu sehen, dass wir, das sagte Buric direkt gerade auch, dass alles das, was wir uns vorgenommen haben, dass das auch funktioniert hat. Wir wissen natürlich auch, dass das der THW ein schweres Spiel hatte am Donnerstag. Das ist der Rhythmus, den wir auch viele Jahre hatten, dass sie mit einem Rückraumrechten unterwegs sind, dass sie zwei Wechsel haben und wir wollten über 60 Minuten unfassbar hohes Tempo gehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich hilft es auch, wenn Buric dann die ein oder andere hundertprozentige Parade hat, gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir uns dann absetzen können, hilft uns das wahnsinnig. Wir verteidigen das 7-6 richtig, richtig gut, kompakt und laufen weiter, lassen nie nach. Ein bisschen Sorgen hatte ich schon, als der THW aus der Pause kommt und innerhalb von 2 Minuten 3 Tore macht und wir uns diesen hart erkämpften 5-Tore-Vorsprung eigentlich relativ schnell wieder aus der Hand nehmen lassen. Aber da haben wir genauso schnell wieder auch wieder in unseren Rhythmus gefunden und sind dann auch wieder auf 5-6 weggegangen und dann entwickelt sich ein Spiel, wie man das eigentlich natürlich sich nicht vorstellen kann und erwarten kann. Und dann benutzen wir bekommen jeden Abpraller, wir bestrafen jeden Fehler brutal heute mit einer unglaublichen Konsequenz. Und das sind zwei unfassbar schöne Punkte, die wir uns heute verdient haben, für die wir hart gearbeitet haben. Und darüber sollten wir uns heute sehr, sehr freuen und sehr, sehr stolz sein. Ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen meiner Spieler, weil wir sehr eng zusammenstehen und weil wir
weil wir hart arbeiten und weil ich so viel Vertrauen in die Jungs habe und die haben das heute sowas von zurückgezahlt. Und einige da heute gemacht haben, ist Mensa vorneweg war sehr brutal in der Abwehr gespielt, Röth unfassbar, so wie zu besten Zeiten, Gottfriedsson das Spiel gesteuert, Goller über 60 Minuten, also ich kann eigentlich keinen jetzt irgendwie sagen, der nicht auf Niveau war, aber die waren außergewöhnlich gut, plus Buric und das brauchst du in so einem Topspiel. Danke euch. Danke dir. Gibt es weitere Fragen? Dann gerne bitte einmal laut in die Mikrofone auf den Tischen. Yannick Schappert vom SAZ gerne. Mike, ihr hattet in der 46. Minute die erste Zeitstrafe, aber habt ihr trotzdem sehr, sehr aggressiv verteidigt. Was sagt das über die Abwehr aus? Und vielleicht kannst du auch noch was zu dem sagen, zu, ob er sich doller wehgetan hat. Ach so. Ja, das zeigt, dass wir sehr oft im Positionsspiel in der Abwehr sehr richtig standen. Die Spieler sehr früh attackiert haben, sehr selten zu spät kamen, es insgesamt sehr kompakt gestaltet haben. Aber natürlich kannst du nicht erwarten, dass du gegen so eine Mannschaft erst so spät eine 2-Minuten-Strafe bekommst. Sicherlich finde ich auch, dass die Schiedsrichter heute eine Champions League, also nicht Leistung auf Champions League-Niveau, sondern ein Spiel zugelassen haben, wie es auf internationalem Parkett nötig ist oder wie es da gespielt wird, dass sehr viel zugelassen wird mit dem Kreisläufer, dass man da auch sehr, sehr hart und aggressiv verteidigen kann. Da gibt es sicherlich auch Schiedsrichtergespanne, die da ein bisschen früher das unterbrechen. Aber das ist ja das, was wir mögen. Und das, ich glaube, der THW mag das auch, wenn man ein bisschen, sind ja auch keine Jungs von Traurigkeit da hinten, dass man da ein bisschen mehr laufen lässt. Also das führt sicherlich auch dazu, dass es nur da eine 2-Minuten-Strafe gab in der 45. Minute. Jim hat einen Pferdekuss bekommen. Ich glaube nicht, dass das was ist, was ihn jetzt länger hindert. Aber werden wir jetzt auch mal sehen, müssen ihn untersuchen. Also ich habe noch gar nicht mit ihm gesprochen, aber er wäre auch bereit gewesen, noch zu spielen. Und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich Ihnen gerne die weiteren Ergebnisse an die Hand geben. Die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar-Löwen trennen sich mit 23 zu 29. Frisch auf Göppingen gewinnt zu Hause mit 33 zu 29 gegen die TSV Hannover Burgdorf. Und VfL Gummersbach muss eine Heimniederlage mit 28 zu 30 gegen die Füchse Berlin kassieren. Wir wünschen euch eine gute Rückfahrt heute noch nach Kiel. Wir sehen uns bereits am kommenden Donnerstag wieder, dem 22. Dezember im DAB-Pokal gegen HSV Hamburg. Und bis dann, bleibt gesund. Ciao.